Glaubst du nicht, dass er genug hat? Er hat genug, wenn er aufhört zu reden. Reden? Madre de Dios, der hat doch schon seit einer Stunde kein Wort mehr herausbekommen. Vielleicht tut er ja nur so, als könnte er nicht mehr sprechen. Oh Mann! Ach, ich wette, der simuliert nur. Er simuliert? Seine Zunge ist wie ein Klumpen Kohle. Sein Gehirn ist bestimmt... Halt die Klappe und gib mir mehr Saftsaun! Das Ding steht schon auf Maximum. Was? Soll ich noch eine Batterie holen? Na, was sagst du, mein Freund? Willst du noch eine Batterie? Eine schöne neue Batterie? Hä? Moment mal. Ist der etwa... Seine Ohren? Da kommt Rauch raus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich glaube, er ist tot. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich gehe mal eben raus. Jemand hat das Licht kaputt gemacht. Hier stinkt's. Hört sich nicht gut an, Fischer. Die Geräuschkulisse ist nicht das Problem. Du solltest das hier mal riechen. Bist du sicher, dass er tot ist? Toter als Elvis. Okay, lass die Leiche zurück. Wir müssen versuchen, alle Informationen zu sichern, die bei den Verhören zutage gefördert wurden. Grimm wird sich wieder bei dir melden. Ich kann dich schon jetzt nicht leiden. Mach es nicht noch schlimmer für dich. Wer sind Sie? Halt die Klappe. Warum hast du Morgenhold gefoltert? La Cerda hat uns den Auftrag gegeben. Warum? Was will er wissen? Irgendwas Mathematisches. Oh, Programmierzeug. Ich hab keine Ahnung davon. Du bist also einfach nur ein dummer Kerl, der Leuten gerne wehtut. Ja, genau. Fällt dir irgendein Grund ein, warum die Welt ohne dich kein besserer Ort wäre? Bitte, ich... Hatte ich auch nicht erwartet. Bitte, töten Sie mich nicht! Fischer! Ich sagte, du sollst die Leiche zurücklassen. Wir haben nicht die Möglichkeit, sie da herauszuholen. Nur weil er tot ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn hier wie ein Stück Fleisch hängen lassen muss. Verliere jetzt bloß nicht die Distanz zum Geschehen, Fischer. Du musst einen klaren Kopf behalten. Es wird uns ja wohl noch Zeit für ein wenig Würde bleiben. Sam, hier Grimm. Wir müssen sicherstellen, dass was auch immer Morgenhold Ihnen über Messis Algorithmen verraten haben mag, diesen Ort niemals verlassen wird. Okay. Ich habe einen HF-Funklink entdeckt, der von einem Techniker stammt, der den Raum kurz vor deinem Eintreffen verlassen hatte. Ich soll also jegliche Daten sichern, die er vielleicht auf Ihre Server hochgeladen haben könnte? Genau. Wie es aussieht, haben sich die Guerilleros nicht auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Sie ein Alarmsystem installiert haben. Gut.
Also, hey, bist du noch da? Was zum Henker? Ist das Boot gut weggekommen? Sie. Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wie viele Männer sind mitgegangen? Fertig. Folge mir. Niemand hier. War wohl etwas übervorsichtig. Warum hast du Morgenhold gefoltert? Lacerda, er will Algorithmen. Irgend so ein Computeralgorithmus. Was will ein zweitklassiger kommunistischer Revolutionär mit einem Computeralgorithmus? Das weiß ich nicht. Ich glaube, nicht einmal Lacerda selbst weiß das. Vermutlich hat uns jemand angeheuert. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Lacerda, er hat eine Menge Geschäfte gemacht. Irgendwas geht da vor. Ich weiß nur nicht was.
Aber du weißt nicht, mit wem er gesprochen hat. Nein. Dann habe ich auch nicht länger Verwendung für dich. Ich habe ihnen alles gesagt. Bitte. Dies ist der Server, auf den der Techniker die Verhörprotokolle übertragen hat. Versuche darauf zuzugreifen. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Morgenhold Ihnen verraten haben könnte. Werden Sie sich nicht fragen, was damit geschehen ist? Es war kein Problem, deinen kleinen Eingriff wie einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Neuesten Spekulationen zufolge, der Zusammenstoß mit einem Mikrometeor gewesen zu sein. Vertreter der NASA überprüfen zurzeit die Theorie, dass es Trümmerstücke vorheriger Raummissionen gewesen sein könnten, die zu der Havarie führten. Bisher konnten die Wissenschaftler weder zum Shuttle noch zu den Astronauten an Bord der ISS Kontakt aufnehmen. Weitere Meldungen. Internationale Rettungskräfte, die sich nach dem Erdbeben im Iran seit Donnerstag im Einsatz befanden, wurden heute ausgewiesen, nachdem Gerüchte aufkamen, dass europäische Agenten unter dem Deckmantel des Hilfseinsatzes die Ruinen einheimischer Regierungsgebäude durchsuchten, die bei dem Beben zerstört wurden. Ich war als kleiner Junge in Grenada. 83 marschierten die Amerikaner dort ein. Mein Vater war in der Armee. Als ihm klar wurde, dass wir nicht mehr gewinnen konnten, führte er uns mit einigen seiner Männer und unseren Familien in die Berge. Ja, und? Die Amerikaner haben uns eines Nachts eingeholt. Während eines Gewitters. Während eines Gewitters wie diesem. Was ist dann passiert? Sie haben in der Dunkelheit zugeschlagen. Wir konnten sie weder hören noch sehen. Sie stimmten ihren Beschuss mit dem Rhythmus des Donners an. Die toten Körper fielen in der Dunkelheit nieder. Mit jedem Blitzschlag gab es mehr Leichen. Bist du noch da? Was ist los? Tor. Wie soll man denn mit dem ganzen alten Mist sicherstellen, dass hier alles funktioniert? Na, was machst du gerade? Oh Gott, wer sind Sie? Diese Frage wird langsam langweilig. Warum antwortest du nicht einfach auf meine? Ich versuche, dieses Tor aufzuschneiden, damit ich an die Stromkabel herankomme. Warum? Die Stromzufuhr für den Hauptserver im südwestlichen Turm ist nicht stabil genug. Und wir müssen die Daten schützen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich habe mich bereits um die Daten auf deinem Server gekümmert. Oh nein! Lacerda wird mich umbringen! Ich glaube, im Moment solltest du mehr Angst vor mir haben als vor Lacerda. Lassen Sie mich nicht leiden!
Ja! Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Hier Maria Narcissa. Sprechen Sie, Evening Star. Fracht erhalten, Maria Narcissa. Alles in Ordnung. Maria Narcissa. Ich hoffe, ihr versucht nicht schon wieder ein Blind Date für mich zu arrangieren. Die Maria Narcissa ist ein hässlicher alter Kahn. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Fischer? Ja, schon gut. Entschuldigung. Die Maria Narcissa ist ein Frachter im Besitz von Celestina Incorporated, einer portugiesischen Transportfirma. Er ist auf den Philippinen registriert. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du doch wieder ein Blind Date. Kann's kaum erwarten, sie zu treffen. Fischer, du hast deine Primärziele erfüllt. Sobald du bereit bist, können wir dich da rausholen. Gib dem Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus das Signal. Sorge aber zuerst dafür, dass das Licht aus ist. Mach ich. Mit wem hast du gesprochen? Was? Wer sind Sie? Ich bin der Kerl, der dir die Knie zertrümmert, wenn du mir nicht sagst, mit wem du gesprochen hast. Oh Gott! Oh, es war Lacerda. Hugo Lacerda. Wo ist er? Er ist an Bord des Schiffes. Der Maria Narcissa. Warum? Waffen. Er liefert die neuen Waffen an die anderen Zellen. Wenn ich herausfinden sollte, dass du lügst, sehen wir uns wieder. Jetzt wissen wir es wohl mit Sicherheit, Fischer. Ja. Scheint, als wäre Lacerda schon lange weg. Wir werden versuchen, ihn durch Ekelon aufzuspüren. Mach dir um ihn keine Gedanken. Nun, wir halten dich auf dem Laufenden.